Klasse 5G der Schule A-Volta aus Castel San Giovanni, Piacenza. Wir haben uns im Unterricht mit dem Projekt Urbilab, meine EU-Stadt, beschäftigt und dabei unter anderem etwas über förderungsfähige Projekte in der EU gelernt. Wir Schüler und Schülerinnen der Klasse 5G würden an unserer Schule gerne ein Projekt mit Hilfe der Fördermittel aus dem PNRR umsetzen. An unserer Schule können wir folgende Situation als problematisch beschreiben. Leider ist das Lernen heutzutage für zu viele Schüler nur ein Zwang. Infolgedessen haben die Jugendlichen fast keine Zukunftsaussichten mehr. Diese Situation führt zu Schulabbrüche und Misstrauen. Daher schlagen wir vor, EU-Fördergelder, die für Verbesserung von Schul- und Bildungsstrukturen zur Verfügung stehen, für folgende Lösungen einzusetzen. Erstens, eine Einführung von interaktiven Unterrichten und Projekten. Zweitens, eine konkrete Vorbereitung auf die Zukunft im Studium und Beruf durch Praktikum und Treffen mit Experten und Studenten. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit diesem Projekt gemeinsam zu einer Verbesserung unserer Schule beitragen könnten. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen, die Schüler und die Schülerinnen der Klasse 5G.